Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum neuen Grand Cross Video. Heute mit dem lange versprochenen Halbjahres-Breakdown zu meinem Account und zu Grand Cross im Allgemeinen. Wir werden so eine kleine Box-Review machen zu meinem Account, zu meiner Kampfkraft. Wie ist die zustande gekommen? Weil es gab viele Fragen darum, wie sieht mein Equipment aus? Wie habe ich so viel Kampfkraft bekommen? Wen hast du auf 6-6 und so weiter und so fort? Und natürlich werden wir auch noch klären, wie viel Geld ich für Grand Cross ausgegeben habe, denn es ist kein Geheimnis. Ich habe darum auch kein Geheimnis gemacht, dass ich den einen oder anderen Euro in dieses Game investiert habe. Und ich werde es einfach ein bisschen offenlegen, wie viel Geld ich da reingesteckt habe, weil so krass viel ist es nicht. Weil solange man Geld hat und das in ein Hobby steckt, was man liebt, finde ich, ist dafür nichts verwerflich. Es hört erst auf, da, wenn man Geld ausgibt, was man nicht hat. So viel dazu. Und ich werde noch ein kleines Statement dazu raushauen, wie ich aktuell zu Grand Cross stehe und natürlich perspektivisch, was alles auf uns zukommen wird. Und ich hätte mal gesagt, starten wir direkt mal rein mit meiner Box-Review. 2,318 Millionen Kampfkraft, also den vollen HP-Bonus, den ich hier bekomme, die vollen 6%, würde ich jedem auch empfehlen. Wie habe ich das Ganze erreicht? Leute, mit dem Trick, dass ich meinen ganzen Leuten, also erstmal die meisten Leute hochgelevelt habe und jedem ein HP-Set gegeben habe. Das sorgt einfach dafür, dass man mega viel Kampfkraft bekommt, Leute. Ihr müsst nicht hochleveln, einfach so als Lager nutzen, praktisch den Char, und sie dann diesen Set-Bonus, damit sie diesen Set-Bonus bekommen. So viel dazu. Ihr seht schon eben beim Durchscrollen, ich habe sehr, sehr viele Chars, Leute. Die Chars, die mir fehlen, unter anderem der neue Zaratras, viele von diesen ganzen Valentines und New Year's Chars, hätte ich gerne gehabt, Leute, aber die Dias dafür waren es mir nicht wert, weil ich nicht sehr viele Deathmatches mache. Garland, Melaskula lassen wir außen weg. Die einzigen, wo ich sagen würde, das juckt mich schon ein bisschen, ist Valenti. Valenti, wirklich ein Char, den ich sehr gerne hätte, der auch sehr, sehr nützlich ist. Ansonsten sind es alles Chars, auf die ich auch verzichten kann. Ansonsten habe ich halt alle anderen Chars dort. Ich habe unter anderem Lost Vainmelios und das ist mein absoluter Lieblingschar. Und bevor die Frage aufkommt, Leute, auf welcher Ulti habe ich ihn, auf welcher Stufe? Ich habe ihn auf 2 von 3. Ich habe ungefähr 1200 Dias in sein Banner investiert. Habe ihn einmal bekommen, bevor die Full Rotation durch war. Und dann halt den garantierten. Er hätte gerne mehr sein können. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne auf 3,6 gewünscht. Aber sei es drum, Leute, immer noch gut, dass ich ihn habe. Und ich wünsche vielen, dass sie ihn auch bekommen. Spart gerne auf das nächste Festival-Banner, würde ich jedem Free-to-Play empfehlen, das wahrscheinlich im Dezember droppen wird, damit ihr da dann eure 900 Dias ready habt. Ihn habe ich also auf Voll-Max geballert, UR-Gear, alles drauf, Leute. Und jetzt kommen wir erstmal zu meinem Team, was ich aktuell mega krass spiele. Mega krass und mega gerne spiele. Ich kann locker die 210 knacken. Wenn ich Escanor für Gopher rein rotiere, habe ich ungefähr 210,5k, also ungefähr 1k mehr Kampfkraft. Aber das ist aktuell das Team, mit dem ich am besten im PvP performe. Und auch mit dem Team bin ich. Und das kann ich jetzt mal kurz präsentieren. Wenn wir hier mal drauf gehen, vorherige Ranglisten, gehen wir auf Ranglisten-Match um die Top 100. Das scrollen wir ein bisschen weiter runter, auch wenn ich nicht so gerne so weit runter scroll. Aber nein, der Chris bin ich nicht. Da ist er, der gute Boy. Mit dem Team bin ich in die Top 100 gerusht, Leute. Und aktuell bin ich auch dabei, wieder in die Top 100 zu kommen. Beziehungsweise ja, meine 100 Matches zu machen die Woche. Denn die muss man oder kann man maximal machen, um dann geplaced zu werden. Und ihr seht, mit 5011 Punkten bin ich auf Platz 71. Global, weltweit gekommen. Das finde ich eigentlich schon eine sehr, sehr nice Sache. Und dementsprechend mit der Kampfkraft habe ich es geschafft und mit dem Team vor allem habe ich 84 von 100 Games gewonnen. Dabei waren 3 Disconnects dabei leider und ja, so viel dazu. Also meine Kampfkraft von meinem Team seht ihr hier. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie kommt diese Kampfkraft zustande? Natürlich über mein Equipment und über die Cosmetics. Und dafür gehe ich einfach nur mal durch meine Hauptleute durch. So, mein Main Equipment auf Lost Vainmelios ist ein Attack Defense Set mit fast perfekten hier, also ihr seht, es ist alles noch ein bisschen ausbaufähiger, definitiv, aber es sind schon High-Werte dabei, beide auf 14,6, 14,7, 15%, also sehr, sehr gute und stabile Sachen dabei und es ist einfach wirklich das teuerste, euer Equipment hochzuballern. So viel zu Lost Vainmelios Kampfkraft und ich kann allgemein sagen, in diesem Team habe ich jeden auf 6,6, außer Lost Vainmelios. Und außer Diane da unten, die ist leider nur auf 5,6. Perspektivisch springt sie halt dann noch so 200-300 mehr Kampfkraft für King dann. So,
gehen wir mal auf Gopher, King und Merlin. Und die haben alle drei das gleiche Set, nämlich HP und Defense Set mit folgenden Werten: 13%, 13,3, 14,7, 14,1. Also ihr seht, Fokus für 4 Kampfkraft liegt auf HP, wie sonst auch immer, 12,7 und 10,2. Sehr, sehr low, ist noch ausbaufähig. King dürfte dahingehend ein bisschen besser am Start sein. Wenn wir jetzt mal sein Equipment angucken: Attack 14,1, 14,3, 14,7, 14,6 und ja, mittlere Werte bei der Defense. Und zum Abschluss von meinem Main-Lineup natürlich Merlin. Wenn wir jetzt mal ihr Equipment angucken, ich spiele sie auf HP-Defense, weil ich spiele sie halt als reinen Supporter. Natürlich kann man sie auch auf Attack-Defense spielen, weil sie macht auch sehr guten Damage. Auf jeden Fall, wenn man sie im Start-Lineup hat, macht sie auch guten Damage. Aber für mehr Kampfkraft habe ich mich für dieses Set entschieden. HP, Defense, 14,5, 13,5, 14,7, 14,5, hier nochmal 14,2 und die Defense auch wieder im mittleren Bereich. Also ihr seht es, auch noch Luft nach oben hin. So, die unteren habe ich einfach mit mittlerem, die drei hier mit mittlerem HP Defense Set verbessert. Alle so wahrscheinlich mit so 10% oder so, 10 bis 12%. Jetzt gehen wir nochmal auf Escanor, weil der hat auch nochmal ein sehr, sehr gutes UR-Gear meines Erachtens nach. Hier nochmal mit 14,7, 14,4, 14,7, 14,6, 12,5 und 12,5. Läuft bei ihm. Vom Ding her, Leute, seht ihr auch hier, seine Kampfkraft ist eigentlich mit meine höchste aktuell. Liegt daran, dass ich auf ihm auch Full UR Cosmetics habe. Full UR Cosmetics auf ihm, hier auch Full UR und hier das Beste, was möglich ist. Sieht auch so ähnlich aus auf den anderen Chars. Also ich habe im Prinzip für jeden Char 5 Cosmetics auf Kopf, Body und Weapon Piece. Und dementsprechend pusht das Ganze hoch. Cosmetic Upgrading bin ich noch nicht so weit. Habe ich 3 aktuell gemaxt bei Los Vengmilios. Aber das war es dann auch. So viel dazu zu meinem Main Team. Einfach nochmal kurz, um das Ganze übersichtlicher zu machen. Ausrüstung, wenn ich auf Ausrüstung tauschen gehe, ein UR-Set voll, zweites, drittes, viertes, Lost Vane hat das fünfte, hier nochmal ein Set voll für Diane, hier nochmal für Arthur und wo ist denn der gute alte Hauser? Leute, ihr seht es, also um seine Kampfkraft zu pushen von der Box, die alle zu machen, das ist absolut nervig, da ist er. Okay, hier habe ich noch Attack-Defense-Set, das könnte ich noch austauschen für ein paar Punkte mehr, ihr seht, die Kampfkraft, die ich aktuell habe, ist nicht das Limit. Da geht noch deutlich mehr. Aber ich hoffe, es war so ein kleiner Überblick. Hier nochmal die Cosmetics. Zack, 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 zack. Von Lost Vane alle am Start. Einfach so einen kleinen Überblick dahingehend, dass ihr das einordnen könnt. Wie viel Kampfkraft habe ich? Wie bin ich aktuell in die Top 100 gekommen? Beziehungsweise wie setze ich das Ganze zusammen? Und ich hoffe, ich habe euch so einen kleinen Eindruck verschafft dahingehend. Wie sieht mein Equipment aus? Wie habe ich das Ganze aufgebaut? Und ja, was steckt alles dahinter? Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, wie viel Geld habe ich im Endeffekt ausgegeben? Also, ich kann euch eins sagen. Ich bin, ja, einer, der gibt gerne für Games Geld aus, weil Spiele sind mein Hobby, ich liebe es und dementsprechend bin ich mir auch nicht zu schade, da den einen oder anderen Euro reinzupacken. Solange man das Geld hat und es verkraften kann, finde ich, ist es auch nicht verwerflich, in ein Hobby, was man liebt, Geld reinzustecken und das nochmal auf den Punkt zu bringen. So. Wie viel Geld habe ich reingehauen? Das Einzige, was ich mir eigentlich regelmäßig hole, ist das Wochenbundle. Wenn man das mal hochrechnet, das Wochenbundle sind 9 Euro die Woche. Und seit Start habe ich mir das fast jede Woche geholt. Lass es mal 4 bis 6 Wochen nicht geholt haben. Dann sind das roundabout, ich habe es mir aufgeschrieben, ja, so ungefähr 180 bis 200 Euro, die ich an Wochenbundles investiert habe. Hinzu kommt, dass ich mir zweimal ein Rangaufstiegsbundle geholt habe, ein Monatsbundle und ein Cosmetic-Bundle. Wenn man das alles hochrechnet, Leute, kommt man auf ungefähr 340 Euro, was ich in dieses Game aufgeteilt auf 6,5 Monate investiert habe. So viel dazu. Also für diejenigen, die es mal interessiert hat, ich habe auch schon im Stream ab und an darüber geredet, da könnt ihr einordnen, wie viel Geld dahinter steckt. Und bei Gott, ich kenne sehr, sehr viele Free-to-Play-Spieler, die keinen Cent ausgegeben haben und ähnlich viel Kampfkraft am Start haben wie ich. Also Leute, nehmt es euch nicht zum Beispiel.
man kann dieses Game auch super gut ohne Geld spielen, weil man regelmäßig viel Dias bekommt. So, und das leitet mich eigentlich auch zu dem nächsten Punkt über, denn ich habe ja gerade gesagt, dass man dieses Spiel gut als Free-to-Play spielen kann. Und das ist auch immer noch meine Meinung. Denn ich habe viele Kommentare gesehen, dass viele Leute jetzt meinen, ah, es wird immer mehr Pay-to-Play, gar nicht mehr Free-to-Play-freundlich. Aber Leute, man muss das Ganze mal einordnen. Im Vergleich zu anderen Games bekommen wir hier sehr viele Möglichkeiten, Free Currency, also Free Diamonds zu bekommen. Über PvP, über Events und so weiter und so fort. Und man bekommt regelmäßig garantierte SSR-Draws. Und das hat man nicht in jedem Game. Das zum einen. Der zweite Punkt ist, was viele gesagt haben, warum sie aktuell Grand Cross die Entwicklung so ein bisschen schade finden, ist die Pay-to-Pay-Wall, die man aktuell hat, dadurch, dass jede Woche einfach ein neues Banner droppt. Kann ich verstehen, Leute. Der Content bzw. das Tempo im Vergleich zu JP ist auf Global deutlich höher. Deutlich höher. Und ich finde es auch nicht gut, dass jede Woche ein neues Banner droppt. Sie könnten jetzt mittlerweile, wo sie schon gut auf Dings aufgeholt haben, auf JP, könnten sie das Tempo ein bisschen runterfahren. Bin ich ganz bei euch. Aber grundlegend sage ich euch eins. Wenn man ein Gacha-Game spielt, darf man einfach nicht mit der Einstellung reingehen, dass man zu jedem Banner was droppt, dass man da pullt. Ich spiele so viele Gacha-Games und es geht meistens darum, habt Geduld, spart. Spart vielleicht nochmal 2-3 Monate und geht dann auf einen Banner, wo ihr eventuell was garantiert bekommt, was übertriebenst OP ist oder wo es halt Step-Up gibt, wie gesagt, am Ende was garantiert ist. Das sind einfach so diese smartesten Sachen, die ich einfach generell Gacha-Games oder Gacha-Playern empfehlen würde. Hier auch, wartet auf das nächste Festival. Bis dahin werden, und dazu wird noch ein Video kommen, Leute, in den Tagen, bis dahin wird kein krasses Banner droppen, wo ich sagen müsste, absolut Pflicht. Das nächste Festival-Banner, spart ihr eure 900 Dias, dann habt ihr Lost Vainglorious oder Goddess Elizabeth garantiert am Ende. Und das ist absolut worth, Leute, denn Lost Vainglorious carried einfach jetzt komplett die ganze Zeit durch in den nächsten paar Wochen und Monaten und ist einfach richtig strong. Deswegen Geduld sparen und clever investieren, Leute. Und Geduld kann man nicht häufig genug erwähnen. So viel dazu. Also meine Meinung zu Grand Cross. Sehr viel Content gekommen. Leute, man hatte einfach in den letzten 6,5 Monaten, hatte man einfach kaum eine Woche, wo man Langeweile hatte. Wir haben sehr, sehr viel Content bekommen, immer wieder was zu tun gehabt. Und das finde ich persönlich richtig mega cool. Vielleicht zu anderen Games hat man das nicht oft. Da kommt sehr viel Langeweile teilweise auf. Und deswegen finde ich halt Grand Cross dahingehend einen großen Pluspunkt. Negativpunkt, gebe ich recht, wie gesagt, die Banner, die schnell, viel zu schnell hintereinander droppen, sodass man wirklich selektiv auswählen muss, welche Char man gerne pullt und welche man gerne hätte. Zu den Raids sage ich nichts, Leute, weil das ist und bleibt einfach RNG. Deswegen wartet einfach, bis man was Garantiertes bekommt. Es gibt Leute, die haben Lost Vein 4-mal, 5-mal gezogen in den 900. Es gibt manche, die haben ihn gar nicht bekommen. Es gibt welche, die bekommen beim Zaratras-Banner oder bei anderen Bannern den Feature-Chart im First Multi. Ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert. Ich habe relativ viel Glück in dem Game. Dann hatte ich ein, zwei Banner, wo ich komplett reingeschissen habe. Das ist einfach so die Natur von Gacha-Games. Deswegen gebt nicht Grand Cross die Schuld, Leute. Das Dev-Team macht die Sache sehr, sehr gut. Immer wieder attraktiven und neuen Content, Leute. Auch wenn viele sagen, ja, der nächste Final Boss und im Prinzip ist es auch immer wieder dasselbe. Klar, Leute. Man hat ein Game, man hat eine Basic-Kampfmechanik dahinter und einfach ein Grundsystem vor dem Spiel und das kann man nicht ändern. Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, Duel Links, Yu-Gi-Oh! Das wird man alles nicht von Grund auf ändern können. Man kann das gleiche System immer nur anders verpacken. Da komme ich zu dem Thema, was kommt perspektivisch auf uns zu. Es wird unter anderem, wenn wir schon mal auf Kampf gehen, ist das hier unten schon mal drin, Turm der Prüfung. Das ist ein Endgame-Content, der relativ schwierig ist, Leute. Also auch für Leute wie mich wird das Ganze kein Zuckerschlecken sein. Also da werde ich auch eine Herausforderung haben und auch suchen. Und sowas, auf sowas warte ich. Einfach auf Content, der relativ schwer ist und auf den man einfach wirklich clever und taktisch agieren muss. Das gleiche auch für Free-to-Play, Leute. Versucht einfach, so weit es geht, zu kommen in dem Tower und setzt euch einfach Ziele. Aktuell für viele das Problem, sie haben einfach kein Ziel. Außer ihre Chars hochleveln immer wieder und immer wieder mehr Leute auf 80 zu bringen, kann ich verstehen, dass es auf Dauer monoton wird. Versucht euch einfach immer wieder kleine Ziele zu setzen und so die Motivation aufrechtzuerhalten. Mein Ziel aktuell ist, und klar, das kann man nicht für jeden erwarten, Top 100 zu bleiben und Top 100 zu kommen. Und setzt euch einfach, wie gesagt, immer realistische Ziele, Step by Step,
um immer die Motivation aufrechtzuerhalten. Ich weiß, hab mich jetzt wiederholt, Leute, tut mir leid dahingehend, aber ist einfach so ein wichtiger Punkt. Oder, ganz ehrlich, es geht hier nicht um Leben und Tod. Lasst das Game vielleicht mal eine Woche ruhen oder so und zockt es dann wieder. Natürlich ist es nicht empfehlenswert, wenn man wieder oben an der Spitze mit angreifen muss, immer wieder am Ball bleiben möchte und so. Klares Ding. Aber ihr müsst nicht jeden Tag alles hundertprozentig machen. Den Purimpu-Boss von letzter Woche, da habe ich mir die Cosmetics geholt, da habe ich mir die Möbel geholt, ein, zwei Hämmer und Anvils. Das war's dann auch. Ich habe nicht jeden Tag 20 Boss-Battles gemacht, damit ich den kompletten Tauschshop leerräumen kann. Das muss nicht sein. Es geht immer noch bei solchen Games um den Spaß. Und da macht euch einfach keinen Stress. Versaut euch das Ganze nicht, indem ihr euch einfach so unter Druck setzt. Genießt dieses Game, spielt es. Dann, wenn ihr Bock habt, macht vielleicht mal ein, zwei Tage Pause. Startet es dann wieder, Leute. Und dann seht ihr, Leute, dann geht das Ganze auch wieder locker flockig von der Hand. Und die Motivation kommt dann auch wieder und wieder. Und ab und an macht es dann auch wieder mehr Spaß als wann anders. Boah, ich habe viel gelabert, Leute. Unglaublich. Ich hoffe, die Message ist einfach rübergekommen. Also, so viel dazu zu meinem kleinen Breakdown, Halbjahres-Breakdown zu Grand Cross. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck verschaffen von meinem Account, davon, wie viel Geld dahinter steckt und was meine aktuelle Meinung zu Grand Cross, zu dem Gacha-Game und zu der Entwicklung ist. Also, man kann einfach gespannt sein, was perspektivisch noch auf uns zukommen wird. Lasst euch nicht den Spaß nehmen, Leute. Und ja, schaut gerne auf meinen anderen Kanälen vorbei. Auf Twitch, Leute, habt ihr in meinem letzten Video entnommen, bin ich aktuell Affiliate oder beziehungsweise bin ich jetzt Affiliate geworden. Dementsprechend werde ich auch häufiger und regelmäßiger streamen, auch Genshin Impact und Co. Also auch ein bisschen was rund um Grand Cross. Aber Grand Cross ist und bleibt immer noch pure Liebe. Und damit schließe ich dieses Video, Leute. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und see you next time.